Ballas, Rallas, gibt die Kalasch, Kalasch. Ein falsches Wort und sie ballert, ballert. Nachts in deinem Dorf und es rattert, rattert. Schieß in dein Korb, hab ein Ratter, Ratter. Hey Leute, was geht? Willkommen zu meinem Video heute in Stuttgart. Und als allererstes, bevor wir anfangen, laut Statistik sind nur 20% der Zuschauer Abonnenten. Also als allererstes, abonniert den Kanal. Wenn ihr nichts verpassen wollt, checkt auch Instagram ab. Da kommen nämlich die ersten Updates und Umfragen. Bleibt dran, weiter geht's. Worauf ich auf erstes schaue, ob es eine schöne Tiefgarage gibt. Damit auch keiner hier ans Auto kommt, der nicht soll. Ja, das bleibt nicht aus, Leute. Hier die ganzen scheiß Insekten auf der frisch lackierten Front. Da fährst du eine Stunde oder zwei Autobahnen und hast direkt so einen Friedhof an der Front. Aber egal. Ich würde vorschlagen, ich nehme noch ein paar Sachen mit aus dem Auto. Und dann sehen wir uns gleich. Check-in. Was geht, was geht? Ausblick, okay, ja, Stuttgart. Was willst du für eine Skyline erwarten? Jahre zu spät, aber ich habe voll Bock wie auf Jogginghose. Hey Leute, wenn ich mir diese Gucci-Sachen angucke, komme ich mir vor wie auf dem Bazar, Alter. Leute, wunderschöne Stadt. Ich liebe Stuttgart, habe ich schon immer gesagt. Schaut euch nur mal um, alles nice hier. Jetzt suche ich mal was zu essen, ich weiß nicht wo, aber guck mal, die ersten Läden haben schon zu. Ich habe euch ein bisschen durch Bräuninger geführt, war nichts dabei, ist alles so Streetwear, irgendwie so ein bisschen out, wisst ihr, Off-White und so, trägt man eigentlich nicht mehr. Ich habe euch gerade gepostet bei Instagram, was geht in Stuttgart, schreibt mal drunter. Folgt mal bei Instagram, dann habt ihr immer die Updates, dann wisst ihr immer, wo ich bin. AmiXAmeri steht in der Beschreibung. Leute, kleiner Lifehack, wenn ihr nicht euer ganzes Parfümflakon mitnehmen wollt, hier gibt es so Abfülldinger, die könnt ihr euch in die Hosentasche machen. Da habe ich jetzt heute Creed Aventus drin und da seid ihr immer fresh unterwegs, wenn so ein paar Stunden das Parfüm nicht mehr hält, einfach drauf sprühen und los geht's. Und wieder fresh. Neue Autodüfte abchecken. Viele haben mir den empfohlen. Ich probiere jetzt mal den und den hier. Orange ist gut. Der hier, Katastrophe, der für Frauen. Guck mal Leute, das Holz gibt es jetzt auch hier in Schwarz. Ich würde es mir allein deswegen mal holen, auch wenn ich den Duft nicht mag. So Freunde, auch im Urlaub muss man sich natürlich fit halten, schön mit den Damengewichten trainieren, wie es sich gehört. Ich schwör's euch, ich habe eben bei der Rezeption noch angerufen und habe gesagt, ey, wie sieht's aus, das Gym hat das Hanteln, kann man hier Krafttraining machen für Herren? Ja, ja, kommen Sie, wir haben Hanteln. Ich sehe es hier, das sind die schwersten, die wir haben. 10 Kilo, das reicht gerade mal für die Armen. Aber immerhin hast du hier schöne Aussicht, hast das Gym für dich allein aktuell. Wenn du wirklich Cardio machst oder einfach entspannt trainieren willst, ist schon nice. Guck mal hier, du hast die ganze Etage für dich. Ich vermisse schon die Hantelbank, ich vermisse den Kabelzug. Ich werde auf jeden Fall jetzt Training auch durchziehen. Deswegen war es mir auch wichtig, Hotel mit Gym zu buchen. Aber ich dachte, komm, hier Radisson, kein übles Hotel. Gym. Und warte, ich muss echt hier suchen. Ja, viel Spaß. So ein bisschen Seitheben kann man noch machen. Leute, hinter mir seht ihr das Mercedes-Benz-Museum. Schreibt mal in die Kommentare, wollt ihr einen zweiten Teil Stuttgart-Vlog nur in dem Museum? Heute ist das geschlossen, ich gebe zu, bisschen spät dran, aber egal, ich wollte es unbedingt mal von außen sehen wenigstens. Riesig, mega geil und dann noch hier mit der Kulisse. Liked, kommentiert, folgt mir bei Instagram und ja. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch was sehen wollt. Leute, vielen Dank fürs Zusehen.
Also als Fazit, geile Stadt, ein bisschen autofeindlich, viele Blitzer, aber du siehst wirklich, jeder zweite Wagen ist ein Benz, ist ein Porsche und sonst mega geile Stadt. Hat mir gut gefallen, danke für eure Empfehlung und bis zum nächsten Mal, ciao. So Leute, Abreise, Auto stand jetzt einen Tag in der Garage, kleiner Kaltstart für euch.